wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine. Ich habe die liebe Nora dabei von Cavalor. Und ja, am besten stellst du dich einfach mal vor. Ja, hallo, mein Name ist Nora, ich bin von Cavalor Pferdefutter. Ich bin heute hier, um die Julia und den Lovely mit unserem Pferdefutter und Supplementen zu unterstützen und habe eine ganz umfangreiche Analyse vorher gemacht und wir schauen jetzt mal, was dabei rausgekommen ist. Genau, die Nora und ich standen nämlich vorher schon in Kontakt und ich habe der Nora ein bisschen was über Lovely und mich erzählt und die Nora hat ein Blutbild vom Lovely vorliegen und anhand dessen kriegen wir jetzt eine ordentliche Futterberatung und vor allem ganz viel Futter für das dicke Pony. Genau, wir haben so einen Rationskalkulator. Du hast mir das Gewicht gesagt, das waren ja ungefähr 600 Kilo. Habe ich damit einmal berechnet mit dem, wie du ihn trainierst, auch im Hinblick auf Turnier natürlich aktuell. Und was er eben so arbeitstechnisch auch macht, Lektionen trainieren und vorwärts, abwärts reiten und rausgehen natürlich sowieso auch. Wir haben verschiedene Produktbereiche. Wir haben eben sogenanntes Sportfutter, wir haben Futter für Pferde, die ganz wenig machen. Wir haben diese Harmony-Linie, hattest du ja schon gesehen. Und ich habe halt gedacht, das reine Sportfutter fände ich für ihn aber nicht passend, weil ich lieber eine ausgewogenere Mischung haben will. Und deshalb habe ich mich für euch in erster Linie für ein Futter namens Strukomix Original entschieden. Das Strukomix Original ist halt ein Strukturfutter, erstmal mit einem niedrigen Eiweißgehalt, haferfrei, weil du sollst sehr gerne, bisher hast du ja Hafer gefüttert, sehr gerne Hafer dazugeben, so eine Handvoll. Ich habe hier mal 300 Gramm für die Ration mit eingerechnet. Es ist auch generell so, ich finde immer ganz wichtig, dass das Pferd entscheidet. Wir gucken, wie er das frisst, wie er klarkommt. Das ist auch super, wenn man nur Hafer füttert und sagt, ich will gar keine Müsli. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Anforderungen sind. Was macht man mit dem Pferd? Was möchte man? Möchte man unterstützen oder hat man das Gefühl, es ist alles so ausreichend? Ja, und in unserem Fall haben wir halt gesagt, wir gucken einfach mal, wie wir ihn unterstützen können. Jetzt gerade mit dem, wo er jetzt mit 8 ne, an Arbeit nochmal so ein bisschen mehr halt auch macht. Das vielleicht vorab auch zu sagen, also die Nora ist heute das erste Mal bei uns und hat das Futter jetzt mal mitgebracht. Und wir werden jetzt über einen gewissen Zeitraum das Futter einfach mal füttern und testen. Und dann wird es für euch natürlich auch nochmal nach diesen Wochen ein Video geben, wie sich das Ganze entwickelt hat. Genau. Und wie gesagt, das Strukomix Original ist also wirklich ein sehr, sehr strukturreiches Futter. Wir wissen ja am besten 24 Stunden Heu, für die meisten Pferde jedenfalls ziemlich ideal oder halt eben draußen dann Gras. Viel Kauen ist total wichtig, weil das eben Speichelfluss anregt. Ist ja nicht wie bei uns oder wie beim Hund, ne, wo schon gesabbert wird, wenn man nur an Essen denkt. Das ist bei Pferden ja leider eben nur durch die, kommt wirklich nur durch die Kauschläge, durchs Fressen. Und dieses sehr strukturreiche Futter regt das natürlich nochmal zusätzlich an. Und das Tolle ist, wir können halt alles Mögliche, was wir passend brauchen, vielleicht muskuläre Unterstützung oder Unterstützung der Sehnen und Gelenke, so etwas prima zu so einem Grundfutter, was sehr werthaltig ist, aber jetzt noch nicht die überschießende Energie gibt sozusagen, damit reinmischen. Und deswegen ist unser Hauptbestandteil das Strukomix Original. Ich bin auch kein Freund davon, Tonnen zu füttern. Da werden schon manchmal Werte angegeben, die ich auch für zu viel halte. Ja, das finde ich immer wichtig, dass man sie jetzt nicht belastet, indem man sagt, jetzt 5 Kilo Müsli und noch 10 Kilo Hafer oben drauf. Also ja, das soll schon Sinn und Verstand haben. Und wir beobachten ihn natürlich, du kennst ihn am allerbesten, und schauen dann, kommt er damit klar oder braucht er irgendwo von ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wir können das immer anpassen. Unser Programm, was wir an Futter und an Supplementen haben, übrigens auch Pflegeprodukte, haben wir auch, aber ich lege halt hier den Fokus wirklich auf das Futter und eben die Zusatzfuttermittel. Supplemente füttern wir sowieso nur kurweise. Bin auch kein Freund von viel geben hilft viel, sondern wirklich kurweise gucken, wie hat sich das Pferd verändert, was müssen wir vielleicht nochmal anders machen. Training natürlich, gerade bei einem Muskelfutter, da denke ich immer, wäre super, auch für uns Menschen, wenn man einfach das nur nehmen müsste. Ja. Ne? Und, aber das funktioniert leider nicht, man muss schon trainieren. Und eben das vernünftige Essen beim Pferd dann fressen dazu bekommen, das ist ganz wichtig. Zu den Zusatzfuttermitteln, also zu den Supplementen, kann ich noch sagen, dass ich der Nora vorab schon auch ein bisschen was über Lovely erzählt habe, wo so seine Schwächen sind. Und ganz wichtig ist auch, dass eben so die Energiezahl zum Beispiel stimmt. Das sind ja mal diese Megajoule. Da ist es so, finde ich ganz spannend, man sagt, so ein Mensch mit ungefähr 70 Kilo, ja, der braucht irgendwie 6-7 Megajoule an Energie pro Tag und ein Pferd nur in der Erhaltung braucht schon ungefähr 63 bis 65. Und ein Pferd, was arbeitet, geht schon so Richtung 100 oder sogar mehr. Und das kommt hier auch in Lovelys Ration raus. Unser Programm schlägt sogar ein bisschen mehr vor. Ich habe halt 2 Stunden leichte Arbeit eingegeben. Und wir kommen jetzt mit unserer Ration so etwa auf 97,9. Aber ich denke, das ist erstmal völlig okay. Und zusätzlich zu dem Strukomix Original
habe ich das Strucomix Senior ausgewählt. Da denkt man jetzt erstmal, wie Senior, ne? Das Pferd ist ja nicht alt und das braucht eigentlich kein Seniorfutter. Und das Schöne an diesem Seniorfutter ist halt, es baut unheimlich gut auf. Das hat wieder einen guten Eiweißgehalt, wenig Zucker und Stärke. Generell ist uns wichtig, dass unser Futter sehr ausgewogen ist. Sie sind alle nicht super zucker- oder stärkehaltig. Natürlich, wenn Getreide drin ist, hast du auch immer Stärke drin. Und Zucker ist nicht nur böse, auch Melasse ist nicht nur böse. Bindet natürlich auch die Stoffe aneinander. Und klar, macht auch ein bisschen schmackhaft. Ne? Aber in unseren Säcken kann man von ausgehen, pro Abfüllung sind circa 1-2% Melasse. Also wirklich ein ganz geringer Anteil. Und dieses Seniorfutter ist immer so ein Geheimtipp von mir, wirklich schon auch für junge Pferde, auch kurweise nicht unbedingt dauerhaft zu geben, aber einfach durch diesen Eiweißgehalt hat man eine super Unterstützung vom Muskelstoffwechsel. Das ist ganz prima. Und wenn die Pferde mal so im Fell wechseln zum Beispiel, das ist auch ein Tipp. Die Haltbarkeit der Säcke ist auch wirklich lang, das ist immer ein gutes halbes Jahr. Das heißt, solange du das schön in der Tonne hast oder einfach den Sack zumachst, das ist so ein Mehrfachsack, der das Futter auch gut schützt, kannst du das auch dann erstmal in die Ecke stellen und vielleicht zum Fellwechsel sagen, oh, jetzt könnte ich ein bisschen von dem Senior noch dazu. Und dazu haben wir als Supplemente haben wir einmal das Atrimatrix. Das ist halt wirklich ein Futter, was Sehnen und Gelenke unterstützt. Mhm. Deswegen wird es sich auch positiv, jetzt natürlich verändert es keine Stellung, logisch, das wäre ja nicht möglich, aber es wird sich positiv auswirken. Es ist super, dass er noch keine Probleme hat, aber es ist sozusagen auch ein Vermeider von Arthritis und Arthrose. Ne, die Sehnen und Gelenke werden besser ernährt. Es ist tatsächlich dafür da, sogar die Synovia-Produktion, also die Gelenksflüssigkeitproduktion, zu verbessern, zu erhöhen. Und das ist natürlich ideal, wenn man das nicht gibt. Oft kommen die Leute erst und sagen, jetzt will ich ein Supplement, aber ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Da kann man noch helfen, aber natürlich nicht so, wie wenn man auch präventiv was nutzt. Aber ganz wichtig, wirklich nur kurweise. In dem AT-Matrix ist halt eben, ja, MSM kennen wir natürlich auch. Das besonders Gute an MSM ist der Schwefel, der dort enthalten ist, weil der die Hauptwirkung für Sehnen, Gelenke und Bänder hat. Dann haben wir Kollagen da auch inkludiert, das heißt, das hilft auch nochmal eben, die Gelenksflüssigkeit besser zu machen. Geschmeidigkeit, Knorpelunterstützung, das ist ja das A und O, kein Gelenkproblem zu bekommen. Ne? Und Vitamin C als Radikalfänger, als Antioxidant ist eben in dem Arti-Matrix noch drin. Und so eine geheime Kräutermischung. Es ist halt so, unsere Supplemente werden wirklich über 5-7 Jahre getestet. Und da ist das manchmal so auch mit den Kräutern oder mit den Vitaminen, dass wirklich geguckt wird, was passt wie zusammen. Es kann manchmal sein, wenn du von dem einen dann ein bisschen mehr machst, hast du eine ganz andere Wirkung, die vielleicht viel, viel besser ist. Und deswegen dauert das so lange. Also wir lassen alles auch wissenschaftlich testen. Unser, man sagt auf Englisch, Founder von Cavalor, der es quasi gegründet hat, der Peter Bollen, der ist auch in der FEI und da sehr aktiv und kann das also auch aus sportlicher Sicht natürlich immer überprüfen. Und wir haben da eben sehr, sehr viele Pferde, auch gerade so im sportlichen Bereich, an denen das dann getestet, hört sich an wie labormäßig. Ne? So ist es natürlich nicht, sondern die bekommen das zu fressen, es wird geguckt, mögen die das, wird es gut aufgenommen. Dann werden Blutbilder erstellt und wird wirklich über Blut und Urin und auch über Labortests ganz genau geguckt, was kommt im Pferd an und wie wirkt das? Und die Reiter, die Pferde halt bewegen, die können natürlich auch direkt merken, was tut sich überhaupt daran. Kräuter sind im Übrigen auch...